Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ihr Ticket bitte. Ich habe kein Ticket. Haben Sie eins? Nein, ich bin auch der Kontrolleur. Na und? Ich bin Elektriker und muss trotzdem für Strom bezahlen. Frauen parken nicht. Sie hören einfach auf zu fahren. Pakt mit dem Teufel. Satan hilft Mann beim Umzug. Die IKEA-Hotdogs werden bestimmt aus den Kindern gemacht, die nicht so aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, oben, 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 unten. Cheats zum G-Punkt. Dank mir später. Opa, wie viele von deinen Nazi-Witzen hast du noch? Noch reichlich. Querschnitts gelähmter Schwarzer an Vergiftung gestorben. Polizei geht von Selbstmord aus. Dieser Moment, wenn man nach einem Test die Antworten in seinem Heft sieht und seine Eltern schon mal mental darauf vorbereitet. Vielleicht ist der Benz kein alter, sondern ein neuer und er fährt gar nicht Automatik, sondern manuell. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr mögen Sie König der Löwen? Na, so 10, ja. Reise 183 Tage in der Zeit zurück. Erde ist auf der anderen Seite der Sonne. Sterbe im Weltraum. Heute ist im Sadomaso-Club eine Stunde lang Happy Hour. Du baust auch in jedem Satz was zu essen ein, oder? Das muss ich mir von Düni sagen lassen. Spontaner Niesanfall auf dem Klo. Glatter Durchschuss, bin auf Öl gestoßen. Süß, wenn junge Eltern im Supermarkt auf der Suche nach unbelastetem Obst nicht merken, dass das Kind gerade die Griffe vom Einkaufswagen ableckt. Angeln, wenn du Erholung suchst und trotzdem nicht aufs Töten verzichten willst. Zu viel Sex kann ihr Gedächtnis verschlechtern, las ich am 22. Februar 2009 um 14.45 Uhr auf der Seite 37 einer Medizinzeitschrift. Meine Freundin ist nach einem Streit in die Küche gerannt, sie kocht vor Wut. 1995, Mama zu mir, wenn dir Fremde Bonbons anbieten, geh nicht mit. 2013, ich zu Mama, wenn dir Fremde Links schicken, nicht draufklicken. Ich kann mich noch genau an die letzten Worte meines Fahrlehrers erinnern. Es ist rot, du Hurensohn! Er war ein weiser Mann. Wenn ich meinen Kontostand abfrage, höre ich dieses Geräusch, das entsteht, wenn man am Strohhalm die letzten Tropfen aus dem Glas saugt. So gesehen ist Oralsex auch nur Headbanging. Wisst ihr, dass zu früheren Zeiten Kotze als Deo diente? Denn in der Bibel steht geschrieben, Jesus brach das Brot und verteilte es unter den Armen. Zwei Kinder hatten vorhin einen Faustkampf. Als verantwortungsvoller Erwachsener entschied ich, mich einzuschreiten. Die hatten keine Chance. Im Lidl hat gerade eine zweite Kasse aufgemacht. Die Gnu-Herde, die Mufasa getötet hat, war gar nichts dagegen. Mama, hast du jemals einen Fehler gemacht? Nur einen, Kevin. Nur einen. Was ist der Unterschied zwischen Zwiebeln und Babys? Wenn ich Zwiebeln zerschneide, muss ich weinen. Ich habe in den letzten Monaten ein Haus gebaut und vieles gelernt. Die Wand gehört da nicht hin, heißt zum Beispiel auf Polnisch Kurwa. Ich will Erfinder werden. Meine erste Erfindung wäre Pedale für die Rollstühle, um die Arme zu entlasten. Und Schatz, der Besuch bei meiner Mutter war doch nicht so schlimm, oder? Können wir heute bei Licht schlafen? Sophie, buchstabiere mir bitte Papa. P-A-P-A. Sehr gut. Mohammed, bitte buchstabiere mir Ausländerdiskriminierung. Yeah! Bei Gefallen Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.